Leute, ihr schaut Move am WR, ich bin Mo Tensen und bei der ganzen History, Star Wars History zur Zeit und es sind so viele neue Titel rausgekommen, kommen natürlich die alten Sachen, die eigentlich unfassbar sind und viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben, ein bisschen zu kurz. Der Normie hat im Discord gepostet, dass es einen Titel namens Hypercycle Arena für Dreams gibt und guckt euch das mal an. Ja, es gibt so ein Video dazu, es sah schon unfassbar aus von dem Ersteller. Und ich konnte jetzt nicht mehr abwarten, musste auch mal dringend reingucken. Und ich bin super gespannt, das sah so gut aus im Video. Und jetzt gucke ich es mir mal direkt auf der PlayStation an, in VR. Los geht's. Ja, habe ich schon erzählt, dass ich selbstverständlich Tron-Fan bin. Guck mal, hier ist so ein Cycle. Ja, und der hat die ganze Cycle Arena aus. Oh wow. Aus Tron Legacy nachgebaut. Guckt euch das mal an. Ich muss wahrscheinlich nicht erwähnen, dass ich gerade in VR spiele, ne? Wow. Hier gibt es aber die unterschiedlichen Etagen. Trigger kann ich Gas geben. Unfassbar. Wie kann ich die Jungs denn leiten? Splash, habt ihr es gesehen? Wie krass. Ich kann sogar springen. Ich sehe gar keine Gegner mehr. Schade, kaputt. Nee, da unten waren sie. Alright. Mal gucken. Yes! Der ist gegen die Wand gefahren. Oh, krass. Oh, 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 oh. Das funktioniert einfach so. Das ist unfassbar. So, ich versuche mal den Burschen herzuholen, aber der ist vor mir und gibt natürlich auch Vollgas. Schwierig. Ey, den hole ich nicht ein. Oder gibt es noch ein extra Turbo? Oh, ich kann zurücksehen. Wow. Krass. Alright, alright. Ich fahr mal hoch. Ich versuche jetzt vor ihm zu kommen. Guck dir das an. Guck das an. Aha! Ich glaube, es hat funktioniert. Und dann auch die Stückchen hier. Unfassbar. Da, schon mal. Geil ist denn das bitte? Oh mein Gott, bitte, Dreams, krieg endlich einen Multiplayer. Das wäre der Hammer. Das funktioniert unglaublich. Ich habe ja in VR jetzt schon ein paar Sachen gespielt, Autorennen auch. Wipeout Clone, der tatsächlich so ein bisschen, ja, da war eigentlich die Kritik, die Steuerung ist noch komisch. Aber das hier funktioniert 1A gerade. Ah nein, der ist runtergefahren. Mal gucken, ob ich ihn kriege. Kann ich hier langfahren? Nein, nein. Den hole ich mir jetzt. Pass auf. Ah, nein. Ja! Ah! Ich bin gegen seine eigene Wand gefahren. Der ist schlau. Yes! Unfassbar. Runde 2 komplett. Sagt er. Wow. Wow, wow, wow. Also tatsächlich ist es hier bei diesem Spiel jetzt die Auflösung. Oh! Okay. Sehr gut. Bei diesem Spiel ist die Auflösung aber definitiv ein bisschen runtergeschraubt, ne? Aber das könnte dann. Aber es ist immer noch okay, ja? Also
das könnte auf der PlayStation 5 aber dann tatsächlich erledigt sein. Wie nett das hier alles modelliert ist. Unglaublich. Ja, und er hat geschrieben, dass auch die Musik und alles in Dreams gemacht ist. Ja? Die klingt total toll. Sehr geil. Kleine Sprünge macht, wenn man hier aus den Rampen rauskommt und so. Und okay. Na, Bursche. Au, au. Unfassbar. War schon wieder kaputt. Runde 1 komplett. Alright, alright. Seht ihr das hier so ein bisschen angedeutetes Publikum? Und vor allen Dingen dieses Feuerwerk, unfassbar. Ich habe selber bei einem Job für mit Singles, der so ein bisschen Tron-Flavor hatte, das Feuerwerk gemacht hat in 3D. Ich kann das sehr schätzen. So, mach das mal vor. Gegner sind. Wo fährst du lang? Runter und lang. Au! Okay. Na gut, der ist kaputt. Jetzt schnappen wir uns wieder die Untergrundjungs hin. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die noch nicht ganz VR-fest sind, hier ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich habe keine Probleme gerade hier. Yes! Das funktioniert so geil. Leute, ich bin in Tron. Unfassbar. Bitte, jetzt der Nächste, baut jetzt bitte mal Tron 1 Panzerschlachten nach oder so. Ich würde meinen Finger dafür spenden. Einen. Oh Mann, das ist cool. Ja, mit rechts gibt man Gas, mit links kann man bremsen. Trigger. Okay, er haut ab. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal 2D Trons gespielt, ja, das gab es schon auf Atari 8-Bit-Rechnern. Die Spielmechanik, die Logik dahinter ist halt relativ simpel. Ja, ich hole ihn nicht, ich fahre mal wieder an die Oberfläche. Aber das jetzt wirklich mal räumlich zu sehen, sehr geil. So, Bruder, jetzt bist du aber dran. Jetzt schnell den Weg ab. Ja! Hat ihr gesehen? Oh! Das hat er nämlich vor lauter Freude selbst gegen die Wand gefahren. Aber guck mal, sogar der Fahrer ist mitmodelliert. So, ich guck mal jetzt. Draußen alles. Guck dir das an, das ist die ganze Arena. Großartig. Unfassbar. Echt nice. Ich weiß nicht, ob man noch mehr einstellen kann. Also erstmal ganz dicker Daumen hoch. Meine Fresse, ist das cool. Das ist tatsächlich, also wie gesagt, ich habe schon viele Dream-Spiele gesehen, die fantastisch aussehen, aber wo zum Beispiel die Game-Mechanik auch noch nicht ganz durchdeklariert war. Und das hier, das kann man schon richtig spielen. Das macht richtig Spaß. Streifen von Kollegen rein. Komplett. Jetzt leider. Oh. Auch vor allem die Physik hier. Wenn das Ding crasht, ist einfach unglaublich. Großartig. Ich überlege gerade, was. Ey, das Tron mit mir so zentral schick und tötet Cyber. Passt die Feuer. Die Faust aufs Auge, es ist so schade, dass es noch kein offizielles Spiel gibt.
Stellen, wo man nach unten fährt, die sind noch ein bisschen schwer identifizierbar. Da dotze ich jetzt manchmal rein. Ich bin gerade echt geflasht. Wow. Ich spiele übrigens mit dem Gamepad. Startet von vorne. Unfassbar! Unfassbar! Sehr, sehr geil. So, reicht aber jetzt auch zum ersten schnellen Testen. Mein Däumchen hat er schon. Ich weiß gar nicht. Es gibt doch bestimmt hier auch eine Funktion, wie man sich den Kollegen irgendwie auf eine Liste packen kann. Meine Einstellung ist gut. Kreation verlassen. Hauptmenü. Großartig. Absolut großartig. Na, guck mal da. Battle to stay alive in the Hypercycle Arena. Destroy enemy bikes with your beam or by ramming. Achso, ich kann es auch direkt rammen, okay. Avoid head-on impacts. They might destroy you. Use rams to boost speed. Teammate beams won't harm you. Haben wir alles schon rausgefunden. Großartig. Unfassbar geil. Ich bin begeistert. Also, nee, Fortschritt möchte ich nicht zurücksetzen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Boom. Ja, krass. Ich gebe mal hier Tron ein. Mal gucken, ob da noch mehr Leute was mit Tron gemacht haben. Speed Tron. Ha, guck mal, hier ist auch so ein kleiner Tron-Cycle. Der sieht eher wie Tron 1 aus. Club Tron. Ja, 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 ja. Hier werden wir uns demnächst nochmal ein paar Sachen angucken können, würde ich mal behaupten, oder? Wollen wir mal in den anderen Tron-Cycle reingucken? Mal gucken, ob der... Ja, der hat auch ein PlayStation-Symbol. Können wir machen. Und das hier, Speed-Tron. Ich guck mal da rein. Das sieht von der Grafik her cooler aus. Battle with 5 opponents in Race-Mode or get your best mark in Time-Trial-Mode. Ich glaube, der heißt aber nur Tron, weil er so ein bisschen die Optik hat, ne? Okay. Race, Medium, Difficult, Race, Hard, Dann mache ich mal den normalen Time Trial. Falls ich das hinkriege. X, ja. Aber auch super nett. Die Location hier. Oh mein Gott. Eieiei, aber hier ist schon wieder so. Man denkt so, okay, okay, die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Nee. Und ich würde sagen, das ist nur so, angetronnt. Was aber auch okay ist, ne? Also. Na komm schon. Man muss jetzt auch nicht immer Tron 1 zu 1 nachbauen, damit das irgendwie cool ist. Okay, aber hier fällt mir das Fahren definitiv mal ein bisschen schwerer. Fum. Aber ich freue mich schon
wenn ich diese ganzen Sachen hier sehe, die man machen kann, ne? Eieieiei. Also hier ist es jetzt einfach in dem Moment ein Zeitrennen. Das geht offensichtlich auch gegen Computergegner, aber bin ich so ein Racing-Freak, muss ich sagen. Ist gut gemacht, aber ich klebe die ganze Zeit in der Bande. Ich weiß auch noch gar nicht, ob Dreams schon so Lenkräder unterstützt oder so. Wäre auch nochmal interessant. Ich denke mal noch nicht. Sie hatten ja irgendwann mal berichtet, dass sie auch wegen Aim-Controller-Support nachdenken. Das wäre schon mal eine schöne Geschichte. Also, ich muss zweimal fahren. Okay. Okay, ich gebe mal kurz auf hier. Ich bin nicht gut im Fahren gerade. Sehr gut. Auch ein Däumchen. Kreation verlassen. Kann man echt machen. So, und dann gucken wir uns nochmal hier den Retro-Tronologen an. Wo ist er jetzt hin? Komm her, komm her. Da. Der sieht so ein bisschen nach Retrotron aus. Auch ganz süß, ne? Ich frag mich sowieso. Oh. Okay. Das sind die alten Cycles, ne? Aus dem Tron 1 Film. Ach, wie nett. Das ist schon lustig. Aber die Grafik ist ein bisschen komisch. Er hat hier so einen gräulichen Nebel reingebaut. Dann gucken wir mal. Achso, wir sitzen nicht sehr... Au! Oh Gott! Okay, die Steuerung ist super empfindlich. Wir sitzen nicht selber im Racer. Oder doch? Nee, wir können so ein bisschen da drüber schweben. Aber die Steuerung hier, boah, Alter, die fühlt sich nicht nach Steuerung an. Seht ihr das? Als wenn das Fahrzeug über den Boden rutscht. Das ist noch nicht so richtig gelungen. Aber jeder Versuch zählt, ne? Das ist ein bisschen komisch. Was muss ich hier machen? Boah. Ich kann neben dem Rad, okay, okay. Ganz oben. Perspektive ist reichlich. Aber dass das Fahrzeug nicht richtig mitdreht, ist super irritierend. Ah, jetzt sind wir drin. Na gut, das ist sehr, sehr einfach, ne? Aber immerhin. Menü und so weiter sich auch schon Mühe gegeben. Ich finde das trotzdem bewundernswert, was die Leute machen. Ja? Auch wenn es noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Hey, ich wollte die Kreation verlassen. Gut. Mein Hauptaugenmerk war auf der nochmal gucken, wie die heißt. Arena war das, ne? Hyper... Moment. Ja. Hyper Cycle Arena. Der ist richtig geil schon. Wow. Fantastisch. Begeistert. Okay, okay, das war's. Ganz, ganz kleiner, schneller Besuch. Ich habe heute noch eine Menge auf dem Zettel und das wollte ich mir mal ganz dringend mal angucken. Ich kann nicht erwarten, wenn ich mal wieder eine richtige, ich entdecke überraschende Sachen in Dreams machen, Runde mache. Das wird geil. Es ist so cool hier, Leute. Bis dann, macht's gut. Gebt mir ein Däumchen, schreibt mir mal drunter, wenn ihr was entdeckt habt, was man sich auf jeden Fall angucken soll. Ja? Da freue ich mich. Bis dann.
Thank you.